Tischtennis in Nürnberg am heutigen Samstag, 13. November 2021. Die erste Mannschaft der TUK Spartanburg Nürnberg gegen eine etwas dezimierte zweite Mannschaft von TUK Erfeldwich. Die 15 sind nur angetreten und mit diversen Ersatzleuten. Dementsprechend könnte es jetzt schon 5-0, glaube ich, stehen. 4-0 und ein Satz fehlt noch bei Dennis Enter, der hier aber nicht wirklich zeigen muss, was er kann. Er füllt einfach nur die Bälle von hinten irgendwie über den Tisch. So eine halbe Ballonverteidigung. Gemischt mit Ballonangriff. Eben hat er sogar einen Unterschnittball versucht. All das auf einem anderen Video zu finden unter Enter gegen Gast. Und hier sind wir bei Moritz Reichardt für die Spartaner. Galt einmal als ein riesiges Supertalent. Ich habe ihn auch auf diversen bayerischen Meisterschaften, glaube ich, mit der Kamera begleitet. Ist dann vom Hilfolstein gewechselt zu den Nürnbergern. Zwischendurch hat er auch mal experimentiert mit der Schlägerhaltung der Chinesen und Japaner, den Penholder, wo man den Schläger so hält, als hätte man einen Fünfschlägerhalter in der Hand. Mittlerweile spielt er wieder Shakehand, die mehr in Europa verbreitete Schlägerhaltung, wobei die richtig großen Chinesen in der Mehrzahl mittlerweile auch Shakehand spielen. Natürlich muss man immer ein bisschen berücksichtigen, wie und wann und wo können Leute in den letzten zwei Jahren trainiert haben in Corona. Von Moritz Reichardt weiß ich, dass er zu Hause an einem Tisch stehen hat. Da spielt er auch ab und zu mal mit dem Max Steinlein, der aber für ihn natürlich nicht der ganz optimale Trainingspartner ist. Thank you.
Kriegsverein. Ein Kriegsverein. Linus Freikorn, und den Namen lege ich euch wirklich ans Herz, ganz egal wie dieses Spiel hier laufen wird. Das Spiel gegen den Fair von der TJK-Spielvereinigung ist wirklich zweite Mannschaft. Und die sind aber sehr ersatzgeschwächt. Ich glaube nicht, dass er da so richtig gefordert wird. Er hat letzte Woche noch deutsche Top 48 Jugendrangliste gespielt. Lief nicht ganz so, wie man es sich erwartet hat. Ein paar unglückliche, sehr knappe Ergebnisse. Aber ansonsten auch eines der ganz großen bayerischen Talente. Trainiert auch natürlich in München im Bayerischen Leistungszentrum. 15 Jahre ist er erst alt, also da liegt die ganze Zukunft noch vor ihm. Gewonnen hat das Turnier ja Matze Danzer, aber der ist mittlerweile auch schon knappe 17. Und 2 Jahre machen natürlich enorm viel aus im Jugendbereich. Der kann noch allerhand werden. Also das ist sicherlich ein Grund, dass ich ab und zu mal auch hier zu Sparta wieder hereinschauen werde. Mein alter Verein, in dem ich auch viele Jahre gespielt habe, um seine Entwicklung zu beobachten, eventuell sehen und auch bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft wieder, falls da eine stattfindet. Genau weiß man ja momentan absolut überhaupt nichts. Die Corona-Zahlen gehen dermaßen durch die Decke. Die Krankenbetten werden rar und rarer. Niemand da, der die Menschen pflegt. Gesundheitsämter überlastet und was da noch so für Horrormeldungen sind. Dennoch gibt es genügend Menschen, auch in meinem Umfeld, die sehen das mehr so, naja, komm, Corona wird schon nicht so schlimm werden. Gemeint, da gab es noch keine erste Welle, dann hat man gemeint, es gibt keine zweite, keine dritte, keine vierte. Vielleicht sieht man dieses Video mal, wenn wir in der 5. oder 6. Welle sind. Falls man dann noch die Möglichkeit hat, Tischtennis Videos zu gucken, naja, ich will das alles nicht sagen. Negativ und so schwarz sehen, aber ich mache mir schon meine Sorgen. Um ihn dagegen machen wir natürlich keine Sorgen. Nun, während ich hier irgendwelche irrelevanten Geschichten erzähle, hat er schon den ersten Satz mit 11:3 nach Hause gebracht. Hat ihn heute 50 gespielt und von der zweiten Mannschaft im vorderen Parkplatz. Schlussdoppel ging dann leider verloren, sodass die zweite Mannschaft 7:9 gegen Eschenau verloren hat. Aber die Einzige, soweit ich gesehen habe, hat ja, zumindest 1 gewonnen. Beim anderen muss ich nochmal gucken. Denn die Eschenauer haben eine sehr, sehr große starke Nummer 1. Namen kann ich leider nicht aussprechen. Das ist wohl irgendwas Osteuropäisches, aber die Nummer 1 der Eschenauer. Die war dann noch ein Tick zu stark für Linus.
klarkommt. Aber hier, das ist nicht mal richtiges Tennisspiel. Ich glaube nicht, dass er das richtig warm wird. Wie sage ich immer, ein Video für die Hofer Kurzfilmtage. Was er, Moritz Reichert spielt da gegen Niedig. Und der Moritz hat schon gesagt, er spielt nicht gerne gegen den. Aber hat jetzt doch einen Satz bei zum 12-11. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, Reinhard Steinbrecher 2021. 11-13. Reichert. Natürlich, zumindest zum Teil, als geschuldet der Corona-Krise, dass da viele Spieler, die nicht geimpft sind oder die in einer anderen Winterkrankheit, Erkältung, rumlabern. Das spricht sich rum. Man spielt gegen eine Spitzenmannschaft. Und ein, zwei Leute können gar nicht antreten und dann sagt der Rest mal, dann spare ich mir das ab. Da habe ich dann Samstagabend was Besseres zu tun. Dementsprechend kommen hier ein paar Spieler aus den hinteren Mannschaften nochmal zu einem ganz großen Auftritt, einer großen Bühne. Die Steigerung ist ausgeblieben, erst 11-3, dann 11-2, das 11-1 kam nicht mehr, nochmal ein 11-3. Einziger Vorteil, ich habe schon wieder wenig Akkus und viel brauche ich heute wahrscheinlich nicht mehr. Komm, mach mal ein Yeah.
das ist schon das erste Spiel, das in dieser Begegnung vermutlich überhaupt nicht mehr in die Richtung kommt. Hier kommt Paranoris Nürnberg gegen das Reserve-Team. DOK spielt gerade Feldrich Oberfranken. Die sind stark dezimiert hier angereist. Heiko Mell, die Nummer 1 des Teams der Feldricher. Sein erstes Spiel hat er, glaube ich, 1-3 verloren. Gegen Julian Biesinger. Wie gesagt, hier können die beiden ein bisschen Spaß haben. Denn so wie es ausschaut, wird es gleich 9-0 stehen. Und 0-2 zurück gegen Moritz Reichhardt. Und dann zählt dieses Rückstand mehr. Mal abwarten, ob wir überhaupt mehr als die Einspielphase sehen. Motivierte. Satz und Sieg. Moritz Reichhardt 3-0 gegen Lübeck. Und damit zählt auch das Spiel am Nebentisch nicht mehr. Alle Videos, ich sag's gerne nochmal.
auf dem YouTube-Kanal Reinhard Steinbrücher. Suchwort 2021-11-13. Spada Nürnberg gegen Feldrich 2.